Hallo zusammen, iZocke hier. In diesem Video zeige ich euch die Quest Neues Heim, neue Kerze anzunehmen bei Yankee in den schallenden Tiefen an dieser Stelle im Gebäude drinnen. Hier ist der Eingang, aber ich glaube, den wird man im Laufe des Videos sowieso sehen. Die Quest gehört zur Quest Zuhause ist, wo die Kerze ist. Und ich weiß nicht, ob sie dazu zählt, wenn ihr sie macht, bevor ihr diese Quest habt. Vermutlich schon. Ich kann es aber nicht versprechen, ich nehme die Quest in der Beta auf. So, Quest ist angenommen. Hier seht ihr auch das Gebäude von außen. Trefft euch mit Yankee im Aschenholz. Optional bringt den Söldensteinaufzug an die Oberfläche. Okay. Wie es aussieht, müssen wir jetzt in diese Richtung fliegen. Und mal schauen uns, was uns da erwartet. Wir müssen hier hin. Ah, vermutlich ist es optional, weil jemand anders diesen Hebel auch nutzen kann und dann man dadurch hochkommt. Eventuell. Und wie es aussieht, ist es auch eine Extra-Quest. Dann mache ich hier eine Unterbrechung. Nehme die Quest auf und melde mich wieder, wenn die Quest bereit zur Abgabe ist, um zu sehen, wie das Ganze bei dieser Quest dazu zählt. Nicht wegschalten, bis gleich. Da bin ich wieder, ich habe diese Quest vom Hebel gemacht, ist bereit zur Abgabe, mal schauen, wie es dazu zählt. Ihr seht, wir bekommen auch als Belohnung Insel von Dorn. Schaltet den Zugang zum Aufzug der Insel von Dorn an der Zöllensteinspitze frei. Quest beenden. Und jetzt benutzen wir diesen Hebel. Ist abgehakt, das Optionale. Wo sind wir jetzt? Oh, hier oben, auf der Insel von Dorn. Okay. Und trefft euch mit Yankee im Aschenholz. So. Wir müssen jetzt von hier oben nach hier hin. Dann auf geht's. Mal schauen, wo er genau sich befindet. Aha, schaut mal, hier ist der Yankee. An dieser Stelle, warum der Pfeil hier ist, weiß ich nicht. Quest ist abzugeben bei Yankee. Auf der Insel von Dorn, an dieser Stelle. Ich hoffe, mein Video konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr gerne auch mir helfen. Einfach indem ihr das Video positiv bewertet und oder meinen Kanal abonniert. Dafür blende ich euch auch hier in der Mitte so einen Abonnierknopf ein. Und in den Kommentaren gibt es den Link zu meinem Twitch-Kanal. Wäre cool, wenn ihr da auch vorbeischaut. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Erfolg. Ciao!